So, auf den Hügel fahren wir heute drauf. Wobei, den Gipfel könnt ihr nicht sehen, weil der dahinter liegt. Sind so knapp 1700 Meter, dürfte der Hügel hoch sein. Ja, gucken wir mal, was heute bringt. Bis gleich immer. Tschüssi. Wir fahren jetzt Richtung Col de la Chaux. Und dann geht es zu unserem Netz hoch. Gutes Wetter heute. Nicht zu warm. Herrlich hier, oder? Wir haben die ersten 400 Höhenmeter von ca. 1,2 oder 1,3 geschafft. Das ist noch eine gute Aussicht. Bonjour. So, da vorne sind wir am Col de la Chaux. Und dann geht es da hoch, könnt ihr da vorne sehen, die Serpentin. Und dahinter liegt der Col de Somnes. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ist das nicht schön hier? So, wir haben eine kleine Pause gemacht mit Madame. Typische Naturprodukte zu uns genommen. Bananen und Cola. Das heißt, wir sind jetzt für den eigentlichen kleinen Anstieg bestens gerüstet. Und wir sind ja noch mit E-Bike unterwegs. Das heißt, eigentlich werden wir jetzt gucken, dass wir möglichst zügig mal hier raufkommen. Wetter ist immer noch herrlich, Gegend ist herrlich und in diesem Urlaub sozusagen die Erstbesteigung, wenn man das so sagen kann. Da vorne habe ich noch ein Schild, das zeige ich euch. Wir sind jetzt quasi am Fuße. Das heißt, es gibt noch da eine Kreuzung, wo wir gerade standen. Gab es noch ein Schild, das war vor einem Kilometer. Aber jetzt geht da im Prinzip los. Das ist ein sehr guter Trainingsberg für den Anfang, oder Hügel besser gesagt, liegt ja kein Schnee oben. 12 Kilometer und dann hat er so im Schnitt so seine 7%. Ist auch manchmal ein bisschen flacher, manchmal geht er auch hoch bis 10. Also sehr gut, um seine alten müden Knochen im Vorfeld mal ein bisschen in Form zu bringen. Am besten hier die Luft. Ja, da müssen wir durch. So, ich nehme euch gleich noch mal wieder mit dazu. Bis dann. Tschüssi. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei eurer heutigen Reise. Wir sind derzeit auf einer Flughöhe von 1131 Meter, haben 800 Höhenmeter hinter uns, Steigung im Schnitt
7% auf den nächsten Kilometer. Wir fahren so um die 14 km/h mit E-Bikes. Ich habe auf Eco stehen und Bosch Performance. Wir sind jetzt 1 Stunde 12 unterwegs und haben jetzt insgesamt knapp 20 Kilometer hinter uns gebracht. Die Temperatur im Außenbereich liegt bei direkter Sonneneinstrahlung bei knapp 27 Grad. Lehnen Sie sich entspannt zurück. Wir sind nicht mit größeren Turbulenzen, ist heute nicht zu rechnen. Sei denn, dass uns ein Auto erwischt oder so. Oder ein Motorradfahrer. Wieso ich heute so ausgelassen bin und so viel quatsche, weil ich mich einfach freue, hier hochzufahren. Ja, ist nachher mal. Sei denn, ihr habt was Besseres zu tun, was ich hoffe. Tschüssi. So, wir sind jetzt 7 km vorm Col. Bei 12 km vorm Col fing die Serpentinen an. Das heißt, wir haben jetzt 5 km in so einem langgezogenen Serpentinen verbracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kurven das sind, 5 oder 6. Hier beginnt eigentlich der schönere Teil jetzt. Ein bisschen waldig, was die Aussicht einschränkt, aber ein schönes Feeling hier gibt. Wir haben auch neue Teerdecke hier drauf. Das ist gut. Haftbarkeit werden wir mit Sicherheit noch mal ausprobieren, mal runterrollen. Ja, wir haben jetzt einen Gesamtanstieg von 940 Meter und sind jetzt auf 1263 Meter. Schön warm, klasse Temperaturen. Frau maut nicht, also alles perfekt. Supi, bis gleich mal. Tschüssi. Ja, das habe ich jetzt auf dem Film drauf, du. Was? Jetzt? Was schön ist an diesem Trainingshügel, im letzten Drittel unterschiedliche Prozentzahlen von Steigung, mal relativ flach, wo man nochmal einen Speed aufnehmen kann, oder relativ steil, wo man nochmal reinhauen kann, und das letzte Stück steil mit Wind, die letzten 2 Kilometer. Die tun nochmal richtig weh. Aber das werdet ihr ja gleich sehen, sofern das auf Kamera rauskommt. Die Bäume bieten hier ab und zu ein bisschen Schatten. Das ist bei warmen Temperaturen sehr gut. Wie gesagt, mein Lieblingstrainingshügel. Hier fahre ich mich fit oder hier sehe ich, ob ich fit bin für die Berge oder nicht. Im Moment geht es ganz gut mit E-Bike, sodass ich wahrscheinlich in 2 Tagen das Bike rausholen werde. Und dann mit dem Bike weiterfahren werde. Aber so ein E-Bike ist gut. Corona, zu Hause viel Homeoffice, wenig bewegt. Da hilft ein E-Bike, in Schwung zu kommen. Und man kann, braucht trotzdem nicht auf ein paar schöne Touren zu verzichten, sondern man kann die eigentlich relativ früh beginnen. Und je nach Status eigenen kann man dann hier, ich sag mal, ohne Antrieb fahren oder mit Eco oder auch mal mit dazu nehmen, so wie man es im Tal haben möchte. So, ich nehme euch gleich noch mal mit dazu. Bis dann, tschüssi. So, da ist der eher flache Bereich. Man sieht es an der Geschwindigkeit. Herrlich hier. Und wenn man kein E-Bike hat, kann man hier noch mal richtig Druck machen mit einem normalen Fahrrad. Das heißt, richtig noch mal hochschrauben, Pulszahl, denn danach wird es wieder hart.
Da ist dann ein schöner Übergang, hohe Geschwindigkeit im Berg reinfahren und dann sich richtig schön auskotzen. Da müssen wir da rein, da ist die richtige Richtung. Und wenn die Beine wehtun, dann ist das genau richtig. Was haben wir hier noch? 4 Kilometer, 6% auf knapp 1400 Meter sind wir jetzt. Und das ist der wirklich schöne Teil hier. Der ist neu asphaltiert. Der war früher deutlich schmaler, dass Autos auch schlechter überholen konnten. Aber mittlerweile Autobahn ähnlich ausgebaut hier oben. Und da kommen auch schon die ersten Autos wieder. Herrlich. Ich war auf Eco. Wie gesagt, mit dem Performance, das bringt noch mal einfach ein paar Stundenkilometer. Ist jetzt im Radrennen, wenn man sich gut fühlt, ist hier ein guter Punkt zu attackieren. Die Leute noch mal sauber zu fahren, mit hoher Geschwindigkeit auf Flachen und dann rein im Berg und dann gib ihn. Herrlich hier, ne? Herrlich hier, ne? Leicht geschwungene Kurven, auch zum Abfahren ideal. Muss nur aufpassen, Murmeltiere und Steine. Und immer einen Plan B haben. Falls mal ein Auto zwei Spuren braucht oder Motorräder mehr Spuren brauchen. Auf der alten Straße ist mir hier ein rollendes Auto mit Wohnanhänger, den Fahrrad überholt hat, entgegengekommen. Da war nicht mehr viel Platz. Ein Meter. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig fahren. Keine abgesperrte Rennstrecke hier. Gegenseitige Rücksichtnahme. Das kann aber Wanderer sein. Hier wollen wir auch nicht umfahren. Alle haben dasselbe Recht hier auf der Piste. Nämlich wohlbehalten, wieder unten anzukommen. Ja, wir sind immer noch in einem sehr schönen Teil. Susi ist hinten dran mit ihrem E-Bike, den neuen Bosch Performance kann ich so noch nicht abschütteln, da soll jetzt keine Schleichwerbung sein, gibt auch Shimano, Mobifing oder wie die heißen da, oder was weiß ich. Ja, im Moment bewegen wir uns hier mit fast 18 km/h hoch. Das ist ungefähr das, was die Profis fahren. Bei ca. 7%, 6 bis 7% Steigung. Ja, sind wahrscheinlich noch ein bisschen schneller unterwegs wie wir. Normal liege ich im Bergbereich so um die 10 km/h im Schnitt. Je nachdem zwischen 12 und 8, ob es besser, schlechter rollt, wie die Bedingungen sind. Mit unzähligen
viele Faktoren mit reinspielen. Ich mache mal ein Video, wie man sich oder was man so bei so einer Bergfahrt alles beachten sollte. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Wenn ich daran denke, stelle ich hier noch nachträglich einen Link dazu oben ein. Wenn nicht, müsst ihr auf meine YouTube-Seite drauf gucken. So, jetzt kommen wir zum letzten Akt. Jetzt sind wir auf einem relativ flachen Stück und dann gibt es Wind und noch mal ein steiles Stück dazu. Herrlich hier, ne? Und die Kühe. Ganz toll. Ja, und da oben müssen wir hin. Da liegt der Col, der Wasser. Bonjour. Bonjour. Ja, ich habe jetzt mal auf Turbo gestellt. Heute wollen wir uns auch keine anfahren. Turbo? Stimmt gar nicht. Tour. Zweite Stufe. Du siehst da. Alles super. Der Wind kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es pfeifen hören könnt. Aber hier zieht es schon ziemlich mächtig. Und dann haben wir nochmal, schätze ich, so 7% Steigung. Wind von vorn ins Gesicht rein. So wie wir es mögen. Ganz wichtig ist, nicht gegen den Wind spucken oder pinkeln. Es gibt nasse Füße oder nasse Beine. Das ist nicht herrlich hier oben. Guckt euch das an. Ja, Berg ist es nicht. Liegt kein Schnee hier oben. Meine Definition vom Berg ist, im Sommer liegt Schnee oben. Dann reden wir über Berge. Alles andere sind Hügel. Aber trotzdem schöner Hügel. Ja, wie schnell die Profis hier hochfahren, ist wirklich unvorstellbar für einen normalen Menschen. Das ist wirklich anerkennenswert. Mit oder ohne Doping, scheißegal, das ist eine wirklich großartige Leistung. Hier kann man auch wandern, aber das machen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt da zum Pass hoch. Da ist der Mont Blanc. Ja, könnt ihr jetzt nicht sehen. Sind so Wolken davor. Schade, aber wir fahren noch ein paar Mal hoch. Vielleicht habe ich irgendwann mal Glück und kann euch zeigen. Kleine Wölkchen, ist aber nicht schlimm. Man merkt es aber, der Wind wirkt sofort kalt. Ne? Also das heißt, die Temperaturen zwischen unten und oben, mal drauf gucken, was hier mein Garmin sagt. Ja, er sagt 24 Grad, aber gefühlt ist das irgendwo so um die 15, würde ich mal schätzen. Auch hier aus einer schönen Sicht von hier aus. Wirklich herrlich. Ja, bei guter Sicht kann man wunderbar hier den Mont Blanc sehen. Hat ein sehr schönes Panorama. Macht wirklich Spaß hier. Ist ein bisschen flach hier geworden. Um die 3%. Waren 25 km/h. Bin auch auf Tour. Ich gehe mal zurück auf Öko. Das reicht für 3%. Wind ein bisschen von vorn. Alles perfekt. Lockere Einheit.
so wie es am Anfang sein sollte. Schön einrollen ist wichtig. Bonjour. Oui. Hat das einer verstanden? Aber der Zug ist ein Arsch. Ah, schön. So, dann haben die meisten hier in Frankreich auch so schöne Radfahrschilder. Das zeige ich euch nochmal. Col de Saronnes, 1670 Meter hoch. Ah, Susi hat mit denen das geklärt. Susi kann Französisch sprechen. Ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Arsch einziehen. Und da machen wir Halt. Dann machen wir Trikottausch. Nassen Sachen aus, trockene Sachen an. Und dann fahren wir schön mit Regenjack wieder runter. Lass uns da nicht verkühlen. Und Schnüffelchen holen. So, kann man gleich mal umziehen aus, ne? Ist besser, sonst verklagt er mich nachher. So, auf geht's. Alles. Nichts rausgefallen? War aus den Klamüsern? Nein, ist nicht. So. Antrieb aus. Parkplatz haben sie größer gemacht hier, der war früher kleiner. Schöne Aussicht. Susi macht Foto. Allee, allee, anderli, anderli.
müsst ihr immer achten. Und auf Murmeltiere und auf Kurven. XT-Bremsen drauf, Einkolbenbremsen, vorne mit Lüftung. Systemgewicht, wie gesagt, 120 Kilo. Wir müssen schon vor der einen oder anderen Kurve ein bisschen Energie aufnehmen. Und immer Plan B haben. Ich glaube gar nicht, für was für verrückte Ideen die Menschen kommen, hier noch zu überholen. Mit 2 km/h wäre ich rauf. Oder die hohen Fahrradfahrer fahren auf der Gegenseite. Deswegen immer vorsichtig runterfahren, dass da nichts passiert. Sicherheit geht vor. Und ihr müsst immer mit Steinen und sowas rechnen. Und wie gesagt, Murmeltiere, die armen kleinen Viecher, die sind jetzt gerade nach dem Winter relativ platt. Das Fell hängt da so seitlich runter. Aber die werden auch nicht durch besser, wenn ihr da drüber fahrt, über die Tiere. Und konzentrieren immer. Das ist wichtig. Nichts riskieren. Jetzt zum Beispiel, Kurve könnt ihr nicht einsehen, vorsichtig fahren. Geschwindigkeit rausnehmen dabei. Ja, und wenn so eine Kurve nach außen hin abfällt, wie hier zum Beispiel der Ausgang, der kann euch auch noch mal ein bisschen raustragen. Oder wenn ihr einen Stein ausweichen müsst. Er kann sehr schnell, wird die Fahrbahn sehr eng dann. Und das ist nicht wirklich toll. Oder jetzt hier. Verschmutzte Fahrbahn, ne? Kuhscheiße oder sowas. Das trägt euch sofort raus. Gerade auch bei unbekannten Abfahrten oder Abfahrten, die ihr nicht so häufig fahrt. Einfach vorsichtig fahren, ne? Hier schön innen reingehen, raustragen und Gas geben. Ich habe die Federung jetzt offen. Das nimmt ein bisschen Energie beim Bremsen auf. Das ist eigentlich ganz gut. Hoffentlich hat Susi keinen Platten, da muss ich wieder hoch. Ich würde sagen, wir suchen uns mal ein schönes sonniges Plätzchen und dann warten wir mal ein paar Minuten auf Susi. Ah, Rollkratzer. Nehmen wir das noch mit, das Stück. Das reicht jetzt aber. Pfui, aus. Na, keine gute Ecke zum Halten. Da vorne ist, glaube ich, da ist gut. Da halten wir. Ah, super, das sieht klasse aus. Jetzt belasten wir die Bremse mal. Hört ihr das? Wie langsam heiß werden dann? Man kann es auch sehr schön dann nachher an den Scheibenbremsen sehen,
wenn die so ein bisschen angelaufen sind. So, jetzt warten wir erstmal auf Susi. Bis gleich. Noch mal auf Susi. Dass sie hier wirklich Richtung Anxi runterfährt. So, hier links geht es zur Diabolo-Runde. Das ist so die abschließende Runde, bevor wir in die Berge fahren. Da wird dann noch mal getestet, dann 90 Kilometer, ich glaube mit knapp 1800 Höhenmeter. Aber die machen wir heute nicht. Wir fahren heute jetzt Richtung Anxi runter, genießen das schöne Wetter. Ja, alles frisch geteert hier, super, das war früher nicht so. Da wurde mal der durchgerüttelt. Stück hier durch den Wald durch. Da ist keine Übersetzung, um schnell runterzufahren. Dafür braucht man schon eine Rennradübersetzung. Das war ich 52, 53, 11 hinten. Ich fahre hier 36, 11 gerade runter. Da wirbelt man sich schon bei 60 bis 70 km/h einen ab. Aber haben wir auch gesagt, wir fahren nicht schnell runter. Wir passen immer so ein bisschen auf. Bonjour. Ja, und die Franzosen sind einfach freundlich, ne? Das muss man einfach sagen. So, hier warten wir nochmal auf Susi, sonst wird die nämlich unfreundlich. Da holen wir uns nämlich gerade einen Anschiss ab. Deswegen halten wir nochmal eben dran.
Jetzt sind wir auf 850, noch 400 Höhenmeter, dann sind wir unten. Ja, wie hoch man gefahren ist, merkt man eigentlich immer erst bei den Abfahrten, finde ich, dass man so lange dann runterfährt. Deswegen ist immer wichtig, hierbei anständige Kleidung mitzuhaben. Oben umziehen, Regenjacke drüber, vielleicht noch ein dickeres Trikot mit, was man überziehen kann. Oben noch mal was essen, vielleicht was trinken. Und regelmäßig auf seine Frau warten, sonst gibt es kein Abendbrot. GoPro wollte nicht. Ah, dann können wir jetzt ein bisschen aufholen. Ein bisschen Rollens lassen. Schön hier. Sofort weh, wenn es gerade wird, ne? Hier vorne rechts kommt gleich so ein kleiner Zoo mit so Rotwild. Meine ich zumindest. Mit den Rotwild meinte ich jetzt nicht Susi, ne? Da ist doch dann mal weiter runter. Sind wir dann auf 777. Da ist noch 300 Meter. Ist noch Anxi. Höhenmeter. Ja, was im Auge reingeflogen. Das ist in der Kurve nicht so gut. Versetzt hinten eine kleine Kuhle, da muss man aufpassen. Wenn ein Stein kommt und eine Kuhle rein, da versetzt dann das Hinterrad doch ziemlich. So,
wir sind auf 700 Meter. Parkplatz, vorsichtig fahren hier. Da ist der kleine Zoo. Schon die ersten Häuser sehen. Das heißt, jetzt sind wir schon fast unten. Ist wichtig, ne? Kinder können da noch über die Fahrbahn rennen, deswegen muss man immer so ein bisschen alles im Auge behalten und nicht einen Blindflug hier runter machen. So, hier warten wir noch mal auf Susi und dann war es das auch schon fast mit der Abfahrt. Wir sind jetzt auf 620, das heißt, wir haben noch so 150 Meter Höhenmeter oder sowas. Ist das, was ich meine, ne? Wanderer sind unterwegs, da laufen Kinder noch hinterher. Da muss man einfach vorsichtig fahren. Ja, hier ist der zweite Teil des Zoos. Den meinte ich, den hatte ich in Erinnerung gehabt hier. Und ich sehe nur keine Tiere. Die Übergänge hell dunkel ist immer schlecht zu sehen, wie die Fahrbahnverhältnisse sind, wo da Steine sind. Und wichtig ist, wie gesagt, sehr gute Bremsen vorher testen, dass alles in Ordnung ist. Die Reifen müssen in Ordnung sein, da dürfen keine Schnitten drin sein, da dürfen keine Steine drin sein. Da ist alles wichtig. Gutes Material, ansonsten macht ihr einen Abflug. Und das war's, ne? Bei der Geschwindigkeit, die Straße geht euch so schnell oben in den Bergen aus, ihr seid so schnell über den Straßengraben drüber hinaus und wenn ihr da einen Abflug macht, dann war es das. Ne? Da brecht ihr euch alle Knochen.
hier sieht man es deutlich, ne? Für ein intelligentes Fortbewegen sind wir Menschen nicht gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Verbrennungsmotorlärm, ohne stinkende, krebserregende Abgase, laute Abrollgeräusche vom Reifen hier lang zu fahren, wie schön das hier wäre. Und heute ist noch wenig los hier auf dieser Straße. Die geht nach Anxi rein und da ist die einzige, vom See hochkommt, wie man nach Anxi reinkommt, und dementsprechend ja, wollen hier letztendlich alle durch, ne? Kostenloses Verkehrssystem für alle, das wäre schon, sag mal, könnte man vielleicht die Hälfte schon einsparen. GoPro aus.